Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. So, gehen wir auf eine Party. Oder müssen wir kochen? Es sieht aber nicht so aus wie eine Party. Hey Pete, schön dich zu sehen. Gleichfalls. Ja, servus. Hey Peter. Oh, kann man da Schach spielen? Hey Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet unter Gedächtnis. Die Junge macht sich fertig. Pete. Ich schlage ihn. Na, das Wichtigste dabei ist doch der Spaß. Mir macht es Riesenspaß, ihn platt zu machen. Das träumst du, Lady. Spielst du mit, Pete? Nur Kleckerbeträge. Oh nein, das wird mir zu teuer. Macht ihr mal weiter. So, ab zur Küche. Hier drüben. Hey, Peter. Was geht's? Schau, nur mal vorbei. Ja, mal gucken, ob da in der Küche ja alles läuft. So, sortiert ihr ein paar Pakete. Hey, Martin. Sorry, ich bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten. Nein, in... nein, nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte, ich wollte mit dir reden. Okay. Okay. Peter, hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, 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 mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch. Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter. Was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre... Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert. Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Sprachnachricht von Yuri. Hör ich mir draußen an. Okay, dann ab wieder nach draußen. Wir sind immer so schwer beschäftigt. Konnte ich nicht mal einen Kuchen essen. So, kann man ja noch irgendwas machen. Dann halten die noch eine Weile. Denk mal nicht. Wir gehen einfach nach draußen. Wow, das war aber schwer. Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fists Haushaltsauflösung. Klingt lustig, was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte. Autsch, so war es nicht geplant. So, dann müssen wir uns aber ganz weit rüber schwingen. Aber wir hätten ja zum Beispiel einmal... Ah, verdammt. Moment. Einmal hier. Ah, nicht so ein Turm. Ach, verdammt. Okay. Ich dachte, wir sind schon da. Ja, aber wieso war das kein Turm? Da drüben leuchtet es doch auch so rot. Oder war das jetzt gerade nur reiner Zufall? Ja, könnte sein. Ja, okay, schon ein bisschen ein anderer Turm.
Moment, weiter rüber. So, na dann. Können wir eigentlich direkt weiter. Wobei hier drüben. Der wäre auch fast wieder in der Nähe. Brauchen Verstärkung bei verfolgtem Fahrzeug. Der gemeldete Ort ist in der Gegend Nomad. So. Oh! Oh, hier ist einer mit dem Fahrzeug unterwegs sogar. Kann man mal kurz hingehen. Hey! Hier, wo ist denn der? Du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Alter, fährt ihr jetzt im Block? Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. Nee, ich weiß nicht was. Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht dich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Oh, halte das Auto ohne Schaden ab. Ah, okay. Ich glaub schon zu spät. Ja, wie kriegen wir das? Na? Haben wir es ran? Ah, okay. Lang nicht gesehen. Ah. Oh. Das ist wirklich dreist. Hallo? Okay. Muss ich jetzt irgendwie warten, bis er hier rauskommt, oder was? Okay, eine Erklärung wäre auch ganz gut. Ja, oder? Wow! Ganz ruhig. Irgendwie nach vorne oder so? Ihr seht so kuschelig aus. Ich mag mich gar nicht rausholen. Ja, benutzen Sie. Oh, jetzt habe ich hier. Okay. Nein. Wieso gibt der so Gas? Okay. Hallo, Ratte. Der Fahrer verdient Respekt. Manhattan im Berufsverkehr ist krass. Oh, sorry, Leute. So viel Chaos wollte ich jetzt auch nicht anrichten. So, hallo. Ich krieg halt keine richtigen Schwung hier hin. Jetzt aber. So, Moment. Hier in der Nähe könnte auch wieder ein Türmchen sein. Drüben. Oh, und wieder ein Verbrechen hier. Überall Verbrechen. Und dann gar nicht groß weiter. Oh, warte mal, hier drüben zum Beispiel. Ich habe gerade gedacht, ich hier im Laufen oder so mache ich das Foto, aber irgendwie hat er sich einfach festgeklebt. So, weiter geht's hier. Oh, ist schon hier. Kleiner Pool oder was? Sieht's gerade aus. Oh, hier ist auch noch was Interessantes. Ich glaube weiter unten. Fantastisch! Achtung Einheiten, um Einbruch kümmern. Verfügbare Officer, bitte nach Bryant. Over. Ja. Oh, hier drüben haben wir den Central Park. Okay, ich gehe jetzt mal nicht komplett durch, sondern einfach mal an den Häuserwänden entlang. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Tempo-Fan. 300 von 600. War ich wohl irgendwie schnell genug für irgendwas. Ja, wir sind ja gleich da. Da drüben ja noch ein Turm. Den lassen wir mal beiseite. Wie gesagt, manchmal mache ich es auch so ein bisschen nebenher. So, Alter, wieso hat jetzt ist einem losgelassen? So war das nicht geplant. Auffällig gesagt. Ich nehme besser den Hintereingang. Oder den Obereingang. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen?
Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Alter, was sind das für Clowns? Der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Ja, Payday Incoming. Das erinnert mich das... Was? Dämon? Wieder eine andere Sprache, aber ich verstehe es trotzdem. Wollte schon sagen, das erinnert mich ein bisschen so an Payday, die Maske. So, wir können einfach nur fallen lassen. Kein Überraschungsangriff oder so. Ah, wir sind noch hier oben. Alles klar. Kunstwerke nicht anfassen. Leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Alter, L2 gedrückt, um auf den Boden zu zielen. Und aber auch... Ich sogar auch darüber. Oh, ach so, dann kann ich den hier so hinlocken. Hat er gesagt? Warte, bis ich hier unter dich stelle, um einen Lower Takedown zu machen. Oh, zack, zack, bong. Und da hängt er. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Ah, jetzt kann ich darüber. Oh, und weiter geht's durch den Lüftungsschacht. Ich sollte ihn von oben einspinnen. So, Lüftungsklappen, Takedown. Okay, es ist wieder zu. Uah, Vorsicht. So, besiege die Gegner lautlos. Wieso Vorsicht? Ach, hier ist einer. So, hinter die Gegner schleichen. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner aus der Toilette raus. Oh, die Maske konnte ich jetzt aber nicht runterziehen. Oder der Damentoilette. Kommt das einer von hinten? Spinnensinne? Hier drüben. Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Ja, ich gehe hier rüber. Spiel, lasst mich. Hallo? Okay, irgendwie wollte das Spiel nicht dahin, wo ich hin will. Kommt jetzt einer? Nee, eben nicht. Ich glaube, ich muss schon noch weiter. Haben. Oh, hallo. Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Hier oben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Los, Pete. Die bösen Jungs werden langsam böse. Yanjing Zhen Da Dian. Yo, Kyler. So, Gefahr. Gegner mit Gefahrensymbol sorgen dafür, dass du von Gegner in der Nähe entdeckt wirst, wenn sie angegriffen werden. Ja, der da eben zum Beispiel. Du kannst Gegner ablenken, indem du Oberfläche einspinnst zur Ablenkung. Okay, das haben wir einfach gemacht. Scanne nach Objekten zur Ablenkung. So, dann kommst du her. Oh, ganz schön viel eingespinnt. Gute Nacht. So, was hey, haben wir hier? Was ist das? Eine Kamera. Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, ein Cent für jedes keine Bewegung und... Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest... Bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären.